Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann und die SPD-Landtagskandidatin Dorothea Kliche-Benke haben jetzt gemeinsam die Reha-Werkstatt des Freundeskreises Mensch in Rottenburg besucht. Die SPD-Politiker wollten sich vor Ort über die Arbeit in der Werkstatt informieren. Die Einrichtung bietet 35 Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen, die auf das Arbeitsleben vorbereitet werden sollen. Ziel ist es, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen zu erhalten und weiterzuentwickeln, sodass sie leichter wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können.